Okay. The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Ja, schönen guten Tag und herzlich willkommen zu unserem heutigen Webinar. Das heutige Webinar befasst sich mit MiFID 2 bzw. den Regelungen aus MiFID 2, die sich speziell mit Anrufaufzeichnung beschäftigen und deren Lösung durch die Quality Management Suite. Ich heiße Sie heute alle ganz herzlich willkommen. Ich sehe, haben sich auch schon eine ganze Reihe der Teilnehmer eingewählt und wählen sich auch gerade noch Teilnehmer ein. Ich würde vorschlagen, wir beginnen schon einmal und ich fange wie immer in der Webinarreihe mit einer kurzen Vorstellung meiner selbst an. Mein Name ist Kai Mönkemeyer, bin Technical Sales Consultant bei der Anschluss Interactive und werde Sie heute durch das Webinar begleiten. Das heutige Webinar behandelt rechtliche Themen und an der Stelle einmal der Hinweis, wir haben die Themen für Sie recherchiert und aufbereitet. Das Ganze dient natürlich aber nicht als Ersatz für eine individuelle rechtsverbindliche Beratung, sondern soll Ihnen einen Einblick und eine Übersicht über das Thema MiFID 2 und deren Anforderungen geben. Ganz kurz vorab auch noch zwei weitere Hinweise. Das erste ist, die Sitzung hier wird aufgezeichnet. Das heißt, falls Sie sich im Nachgang das Webinar noch einmal anschauen möchten oder einzelne Teile daraus, bekommen Sie natürlich die Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Das zweite ist, Sie können natürlich jederzeit in dem Chatbereich oder in dem Fragebereich Fragen stellen, die wir dann zum Ende des Webinars beantworten. Im letzten Webinar habe ich die folgende Folie auch schon einmal gezeigt. Sie zeigt quasi so drei Treiber in dem Bereich der Servicequalität und drei Einflüsse auf die Servicequalität. Und wir haben letztes Mal uns zu dem Thema Differenzierung und Produktivität unterhalten. Das heutige Webinar setzt seinen Fokus auf den Bereich Rechtssicherheit, weil Unternehmen nicht nur Service und Servicequalität als Kernfaktor für den Unternehmenserfolg haben, sondern auch darauf angewiesen sind, sich gegen rechtliche Risiken abzusichern und rechtssicher zu arbeiten, um im Geschäft nachgehen zu können oder damit es überhaupt erlaubt ist, dass sie ihrem Geschäft nachgehen im jeweiligen Markt. Das heutige Thema ist MiFID 2 und ich habe im Folgenden versucht, einen nicht zu langen Einstieg in das Thema MiFID an sich zu gewähren und möchte Sie jetzt einmal durch den Dschungel an rechtlichen Regelungen begleiten. Das Ganze wird ein paar Paragraphen beinhalten. Ich habe versucht, das Ganze so interaktiv wie möglich zu halten. Und los geht's. MiFID an sich steht erstmal für Markets in Financial Instruments Directive. Das heißt an sich eine Abkürzung für ein noch viel längeres Wort oder für eine noch viel längere Richtlinie des Europäischen Parlaments. Und das allererste Mal MiFID 1 vom 21. April 2004 verabschiedet als Richtlinie 2004/39/EG. Man sieht auch schon MiFID deutlich leichter auszusprechen. Was stand da drin? MiFID an sich hat versucht, europaweit einheitliche Vorgaben und rechtliche Rahmenbedingungen für Marktplätze von Finanzinstituten und Dienstleistern, für Reportingpflichten und Kapitalpflichten, als auch für Investoren entsprechend zu schaffen. Das heißt einfach einen europaweit einheitlichen Rechtsrahmen. Das Ganze hat also das Ziel gehabt, alle Marktakteure, sowohl Dienstleister als auch Investoren, durch gesetzliche Mindestanforderungen an Organisationen als auch an Durchführung zu schützen und einen entsprechenden Marktplatz zu schaffen. Mit EU-Richtlinien ist es so, alle EU-Richtlinien müssen umgesetzt werden in nationales Recht des jeweiligen Staates. Das heißt, in unserem Fall durch die Bundesregierung in Deutschland beziehungsweise in dem Fall von anderen Ländern durch ihre jeweiligen Landesparlamente oder gesetzgebenden Organe. Im Fall Deutschland ist das Ganze erfolgt im Jahr 2007 durch die Veröffentlichung im Bundesanzeiger mit dem Finanzmarktrichtlinienumsetzungsgesetz. Wer das Ganze nachlesen möchte, ich habe die Links zu den jeweiligen Richtlinien und Gesetzestexten jeweils hier in dem leichten Blau unten angefügt. Das heißt, das können Sie sich im Nachgang, wenn Sie die Folien bekommen, auch nochmal detailliert anschauen.
Das war auf jeden Fall die Umsetzung. So, jetzt ist es erstmal so, wir haben ein MiFID I-Gesetz gehabt, schon 2007. Warum braucht es dann MiFID II? Ja, im Jahr 2008, 2009 gab es so etwas wie die Finanzkrise. Und begonnen oder nicht begonnen, aber schlussendlich im Höhepunkt in der Pleite von mehreren Investmentbanken, Lehman Brothers ist da vielleicht ein Begriff noch, hat die Finanzkrise doch die weltweite Wirtschaft etwas erschüttert. Und die G20-Staaten haben daraufhin 2009 weitere Reformen des Finanzmarktes beschlossen. Und die Europäische Kommission hat 2011 daraufhin eine Revision der bisherigen Richtlinien angestrebt und ja, begonnen mit dem Ziel, Anlegerschutz zu stärken und bisherige Lücken zu schließen. Das Ganze mündete in einer ganzen Reihe neuer Richtlinien und eine dieser Richtlinien ist uns bekannt als MiFID II. MiFID II ist also, wenn man das Ganze jetzt vereinfachen möchte, Teil der überarbeiteten und ergänzten Neufassung von MiFID I aufgrund der Finanzkrise. Das Ganze wurde natürlich auch wieder in eine EU-Richtlinie gepackt, schon 2014, und im Bundesanzeiger 2017, im Sommer 2017, veröffentlicht im zweiten Finanzmarktnovellierungsgesetz, sogenannte zweite FIMANOC. Es gab auch ein erstes FIMANOC, das ist im Sommer 2016 rausgekommen, ist an der Stelle aber nicht weiter relevant. Auch hier wieder die Texte der jeweiligen Gesetze bzw. jeweiligen Veröffentlichung im Anhang als Links, falls Sie das nachlesen möchten. Jetzt haben wir eine kurze Einleitung bekommen, was MiFID II ist, wo es herkommt. Die Frage ist jetzt, warum ist MiFID II so wichtig und warum beschäftigen wir uns als Hersteller für Kundeninteraktionslösungen überhaupt damit? Wen betrifft das Ganze? Antwort findet sich im Inhalt von MiFID II. Was steckt nämlich drin? Unter anderem, neben einen ganzen Haufen an Vorgaben füllt MiFID II regulatorische Lücken, aktualisiert Vorgaben zu neuen Technologien und verstärkt Transparenz und Anlegerschutz. Und wie macht es das? Es gibt einen kleinen Absatz, Artikel 16 Absatz 7 regelt Aufzeichnungspflichten für Telefonate und insbesondere für elektronische Kommunikation. Das Ganze wurde auch in nationales Recht umgewandelt und findet sich wieder im Absatz 83 oder Paragraph 83 Absatz 3 Wertpapierhandelsgesetz. Und in dem steht drin, also den Originalgesetztext, können Sie gerne nachlesen, aber vereinfacht steht in dem drin, Telefonate und andere Medien, Kontakte bzw. generell elektronische Medien mit Bezug auf Wertpapierhandel haben protokolliert, aufgezeichnet und archiviert zu werden. Das Ganze für 5 Jahre, beziehungsweise auf Verlangen der BaFin sogar 7 Jahre. Welche Rechte hat der Kunde dabei? Das heißt, derjenige, der Beratung suchend auf das jeweilige Unternehmen zugeht. Derjenige muss über die Aufzeichnung oder die Aufzeichnung der jeweiligen Interaktion informiert werden. Er kann widersprechen, darf dann natürlich nicht beraten oder keine Transaktion mit ihm durchgeführt werden. Und er kann auch jederzeit die Herausgabe, also während dieser Aufbewahrungsfrist, die Herausgabe der Aufzeichnung verlangen. Zusätzlich muss sichergestellt werden, dass eine nachträgliche Veränderung oder eine unbefugte Verwendung dieser Aufzeichnung und dieser Protokolle verhindert wird. So. Das heißt, wenn man das jetzt wieder schaut, wer das Ganze tun muss. Jeder, der Wertpapierdienstleistungen erbringt, kleines Beispiel, das können Wertpapierfirmen, Händler, Kreditinstitute sein, also jeder, der entsprechend in diesem Umfeld tätig ist, Datenbereitstellungsdienste, Betreiber von Handelsplätzen. Die Beispielliste ist jetzt natürlich nicht abschließend, aber diejenigen sind davon betroffen und das Ganze muss umgesetzt sein, beziehungsweise gilt ab dem 3. Januar 2018. Ab da gilt entsprechend diese erweiterte Transparenz und dieser erweiterte Anlegerschutz. So, jetzt haben wir eine ganze Reihe an neuen Anforderungen gesehen.
Und die Frage ist, wie lösen wir diese Anforderungen? Und da kommt natürlich die Überschrift vom Webinar, hat es schon einmal suggeriert, die Quality Management Suite bzw. das Quality Management System der Enterprise Interactive zum Tragen. Wir erlauben nämlich rechtssicheres Recording. Zum einen durch Audioaufzeichnung von einzelnen Gesprächen oder auch gesamten Interaktionen. Das heißt auch in verschiedenen Recording-Modus. Das heißt auch entsprechend regelbasiert. Das heißt auch zum Beispiel mit einer Information für den entsprechenden Beratungssuchenden dann. Auch Aufzeichnung von Bildschirm- oder Programminhalten. Das Ganze kann für sich stehen oder synchron zu den Audioaufzeichnungen. Das heißt, das, was in den rechtlichen Vorgaben gefordert ist, die Aufzeichnung von elektronischer Kommunikation. Des Weiteren ist ja die Aufbewahrung und Unveränderbarkeit sowie Herausgabe gefordert. Das heißt, auch hier kommt die dritte Hauptfunktion zum Tragen, rechts- und revisionssichere verschlüsselte Speicherung aller Medien samt Metadaten zum Wiederauffinden und samt Protokollierung, das nennen wir dann Auditing, aller entsprechenden Interaktionen, die mit einem Medium oder einem Recording stattfinden, damit jederzeit geklärt ist, wer wann was mit dieser Datei getan hat. Revisionssicherheit wird unter anderem zum Beispiel erlangt durch ein Wasserzeichen auf den Dateien, die sicherstellen, dass auch an der Datei selbst, also an der physikalischen Datei, selbst wenn sie verschlüsselt ist, nicht Teile der Datei abhanden gekommen sind oder manipuliert wurde. Das heißt, auch das können wir so sicherstellen. Des Weiteren lässt sich hier auch ein Synergieeffekt erzielen. Das heißt, QMS ist nicht beschränkt auf das Recording in sich, sondern hat auch noch weitere Funktionen, zum Beispiel in dem Bereich Coaching oder Echtzeitanalyse oder Echtzeitfeedback geben. Diese Themen waren schwerpunktmäßig in den anderen Webinaren zur QMS-Reihe Fokus. Das heißt, wir haben uns da vor allen Dingen damit beschäftigt, wie kann ich meine Servicequalität mit diesen Funktionen steigern, meine Beratungsqualität steigern. Eine weitere Funktion, auf die ich hier eingehen möchte, ist die Möglichkeit, die Arbeitsplätze auch flexibler zu gestalten, indem ich zum Beispiel mobiles Recording nutze, was ab Version 7.2 verfügbar sein wird. Das Ganze ist natürlich, wie für Software von Anschluss üblich, immer gekoppelt mit einigen Komfortfunktionen, automatischen Synchronisierungs- und Löschfunktionen von alten, nicht mehr gebrauchten Dateien. Das Ganze kann hochverfügbar und fehlertolerant ausgelegt werden und kommt natürlich mit offenen und freien Schnittstellen zur Anbindung an Ihre jeweiligen Geschäftsprozesse. Einen kurzen Einblick möchte ich auch erlauben. Das heißt, die Quality Management Suite oder das Quality Management System kommt mit zwei Interfaces daher. Das erste und Hauptinterface ist ein Webclient, eine Webseite, das entsprechend die Steuerung und Wiederaufrufen der Aufzeichnung ermöglicht. Das zweite, das ist optional, ist ein Client zur Steuerung des eigentlichen Recordings, das dem jeweiligen Nutzerberater dann mitgegeben werden kann. In einer üblichen Installation ist oder in den meisten Fällen ist keine Client-Installation oder keine Installation auf den Clients der Berater selbst notwendig, sondern ist das Ganze nur mit einer serverseitigen Installation und einer entsprechenden Netzwerkanbindung zu erledigen. Ich möchte Ihnen kurz einen Überblick noch geben über die unterstützten Systeme. Das ist am besten dann mit Ihrer IT-Abteilung zu klären. Die unterstützten Systeme an der Stelle einmal natürlich die Anschluss-Produktpalette umfassend, auch das Voxon Communication Center, das heißt das Contact Center-Produkt, als auch die gängigen Telefonanlagensysteme. An der Stelle sei einmal die Microsoft Skype for Business Linie, die Cisco Call Manager Linie oder Communication Manager Linie, als auch zum Beispiel InnovaPhone oder Avaya genannt. Abschließend möchte ich Ihnen noch einen ersten Eindruck über
das User Interface geben. Das heißt, die Login-Seite natürlich zugriffsgeschützt durch Passwort mit entsprechenden Passwortrichtlinien, Policies, die auch da durchgesetzt werden. Multilingual gehalten, Deutsch, Englisch, Französisch entsprechend. Nach Login hat der Nutzer entsprechend die Möglichkeit, in der Web-Oberfläche selbst zu arbeiten, zum Beispiel in der, wenn er berechtigt ist, auch in der Echtzeitübersicht, kann Funktionen wie zum Beispiel Mithören nutzen, Qualitätsverbesserung, Coaching, hatte ich gerade schon einmal genannt, oder natürlich, wenn es rein zum Erfüllen der gesetzlichen Vorgaben erfüllt wird, eine der Kernfunktionen, die Mediensuche, auch hier mit entsprechender Suchmaske. Und alle Recordings werden mit den zur Verfügung stehenden Metadaten gespeichert, um auch entsprechend anzeigbar und auch direkt wiedergebbar und abspielbar zu sein. Das heißt, auch hier werden die Vorgaben zur Wiedergebbarkeit und zur direkten Vorhaltung entsprechend erfüllt. Im Hintergrund können die Recordings natürlich von den eigentlichen Aufzeichnungsservern auf einen Archivserver oder auf einen entsprechenden Archiv übertragen worden sein. Das Ganze tut aber der Abspielbarkeit hier über die Webseite keinen Abbruch. Wir nähern uns dem Abschluss schon. Möchte ich einmal schauen, ob wir schon Fragen im Chat haben oder in der Fragebox. An der Stelle haben Sie ansonsten jetzt noch einmal die Möglichkeit, Fragen einzustellen, falls dort welche aufgetreten sind. Ich habe bisher im Chat noch keine Fragen. Sie haben natürlich auch weiterhin die Möglichkeit, dort Fragen zu stellen. Ansonsten möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie natürlich jederzeit auch an die Adresse dach.presales@enchos.com schreiben können, falls im Nachhinein noch weitere Fragen auftauchen oder Sie entsprechend Interesse vielleicht an einer Produktvorführung in Ihrem Hause haben. An der Stelle möchte ich noch einmal auf die nächsten Webinare der Reihe hinweisen. Das nächste Webinar findet am 5. Oktober statt, auch wieder 11 bis 12 Uhr und beschäftigt sich dann mit dem Agentencoaching im Voxhorn Communication Center. Alle Informationen aus diesem Webinar haben wir auch nochmal als White Paper zusammengefasst, das Sie im folgenden Link herunterladen können. Dann bedanke ich mich an der Stelle für Ihre Aufmerksamkeit und hoffe, dass ich Ihnen ein paar Impulse zum Thema MiFID 2 mitgeben konnte. Ich hoffe, ich konnte die ja doch recht umfangreichen Anforderungen rund um diese Regulatorien übersichtlich und leicht verständlich zusammenfassen und wünsche Ihnen noch einen erfolgreichen weiteren Donnerstag. Vielen Dank und auf Wiederhören. Kai, sorry, dass ich dich unterbreche. Wir haben doch eine Frage. Schau mal. Kam gerade in letzter Minute rein. Vielleicht kannst du die noch beantworten. Wir haben doch eine Frage. Ich sehe im Chat. Doch, ich habe jetzt eine Frage vom Herrn Markus Kossin. Werden die Aufnahmen, jetzt muss ich einmal schauen, dass ich das Fenster hier groß ziehe, werden die Aufnahmen, vielleicht Astrid, hast du sie? Ich lese es direkt vorliegen. Ja, werden die Aufnahmen in der Datenbank gespeichert oder liegen sie auf der Festplatte? Wenn auf der Festplatte, können sie auf einem Netzwerkshare gespeichert werden? Ja, und zwar liegt in der Datenbank selbst liegen in der Datenbank selbst die Pfade zu den Dateien und alle Metadaten. Die Aufzeichnungen an sich liegen auf einem vorher definierten oder auf mehreren vorher definierten Server-Ablageplätzen oder generellen File-Shares, wenn man so möchte. Das können ganz normale Festplatten oder Ordner sein. Und ja, das können auch Netzwerklaufwerke sein. Und es gibt auch zusätzlich eine Funktion, die nennt sich Archivierung. Das heißt, QMS hat die Möglichkeit, Dateien von ihrem ursprünglichen Aufzeichnungsort, also vom Recorder, auf ein Archiv oder Netzwerkarchiv, Netzwerklaufwerk zu verschieben. Ich hoffe, das beantwortet an der Stelle die Frage.
Haben wir noch weitere Fragen, Astrid? Nein, im Moment nicht. An der Stelle nicht? Okay, wunderbar. Dann an der Stelle nochmal der Hinweis auf die Dach-Presales-Adresse dach.presales@enchhouse.com oder ansonsten natürlich bin ich erreichbar unter den angezeigten Kontaktdaten. Ja, damit vielen Dank und bis zum nächsten Mal.